Herzlich willkommen zu diesem Video. Mich führt gerade mein Weg hier diesen steilen Hang hoch. Da hinter mir sehen wir noch einen Bahnhof, das heißt mehr oder weniger mitten im Wald gelegen dieser Bahnhof. Aber von diesen Zeichen der Zivilisation werden wir uns schon bald entfernen. Mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch Johannes, der hier der ist heute wieder mit dabei hier in diesem Video. Und gemeinsam für uns jetzt erstmal wirklich diese steile Treppe hier einen Berg hoch. Dicke Rucksäcke auch dabei, Sachen zum Übernachten und so weiter. Aber was uns genau hier erwarten wird, das wissen wir selber nicht genau. Wir starten jetzt einfach mal diese Tour ins Blaue hinein und lassen uns überraschen von den Geheimnissen dieses Waldes. Wunderschön hier. Endlich Frühling. Ich freue mich total, wie die Heidelbeeren am Austreiben und am Blühen sind. Schritt für Schritt schlängelt sich dieser Pfad geradewegs hinein ins Paradies. Da fällt es mir natürlich nicht besonders schwer, dem bereitwillig zu folgen. Boah, einfach eine schöne Gegend. Ich habe ja auch mal einen Livestream gemacht in diesem Bereich, aber schon einige Monate her. Und ein bisschen hochgelaufen, da bin ich, aber was danach kommt, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Ich habe schon Lust, die Gegend zusammen mit euch zu erkunden. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal auf den größeren Weg da hochkommen. Und allein dieser Aufstieg lohnt sich einfach schon, dass es einfach wunderschön aussieht. So, kurzerhand oben angekommen. Hier mündet dieser kleine Pfad bereits in größeren Weg und den gehen wir jetzt entlang, und zwar mal eine ganze Weile. Es erstreckt sich hier eigentlich ein riesiges Waldgebiet mit vielen Wegen und Stellen und so weiter. Also man kann eigentlich überall hin, und die Erkundung einfach mal schauen, was da passiert. Hier liegt jetzt hier halt auch im Fokus. Einfach mal irgendwo abbiegen, wo wir noch nie abgebogen sind, irgendwo hingehen, wo wir noch nie waren. Und dann mal schauen, wo uns das Schicksal hinspielt, stimmt's? Schauen wir mal, ja. So. Jetzt wird es hier langsam schon ein bisschen uriger. Da oben stehen ein paar richtig große Tannen mit diesen struppigen Wipfeln. Einfach mega schön anzusehen. Saftiges, tiefdunkles Grün. Richtiges Markenzeichen des Schwarzwalds. Und natürlich, was ich an dieser Region einfach liebe, dass es so viele Felsen gibt. Überall hier. Also ich bin durch die Gegend hier schon öfters mal mit dem Zug gefahren und habe dabei einfach nur gedacht, boah, so viele Felsen überall. Sieht das toll aus. Und drum jetzt einfach mal heute auch mal erkunden, ob wir da auf eigene Faust einige felsige Stellen oder so finden. Einfach mal schauen, ich bin selber gespannt. Aber es hat sich jetzt schon gelohnt rauszugehen, weil diese klare, angenehme Frühlingsluft und die Wärme und die Sonne, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. So ein Video transportiert natürlich immer nur einen Bruchteil dessen, von dem, was wir wirklich erleben. Aber ihr wisst ja selber, wie das ist. Man muss es eigentlich einfach selber erleben, wenn man die Möglichkeit dazu hat. So, hier geht ein kleiner Pfad nach oben. Den bin ich eben schon mal hoch. Und demnächst kommt jetzt wirklich das Gebiet, wo ich mich noch nicht weiter auskenne. Hier eine kurze Rast auf dieser Bank. Irgendwie laufen so Touren schon auch immer ähnlich ab, oder? Ja. Herzlich willkommen, bla bla bla. Ah, richtig schön hier. Eine Bank, zack, kurze Pause machen. Und ein bisschen was essen. So ist es. Aber ganz ehrlich, ist auch einfach eine schöne Stelle hier. Top Aussicht. Cashews sind auch mit dabei. Ich kann immer. Ne? Auf keinen Fall. Alles klar. Und genieß sie mir. Thank you.
Jetzt müssen wir natürlich schauen, wenn wir hier dem Weg, den wir hergekommen sind, wieder weiter folgen, dann geht der eher wieder bergab. Deswegen machen wir hier mal einen Schlenker wieder bergauf, in der Hoffnung, dass er sich dann irgendwie da oben so eindröselt und alles in allem wieder in die Richtung weitergeht, nur halt auf einer höheren Ebene. Plan geglückt. Jetzt sind wir eine Ebene höher und das Ganze wieder auf einem festen, stabilen Weg. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. So, hier geht es jetzt nochmal eine wildere Passage hoch, was ich aber echt ziemlich schön finde. An Granitfelsen vorbei und so abgelegene Bereiche machen für uns natürlich auch Sinn. Weil gerade wenn wir übernachten wollen, wollen wir das vielleicht auch nicht direkt auf dem Weg tun. Da bietet es sich natürlich an, abgelegenere Stellen zu suchen. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir haben noch gut Zeit bis zum Sonnenuntergang. Also die geht jetzt nicht direkt in einer halben Stunde unter. Noch, ich glaube, 3 Stunden oder so. Aber trotzdem, man kann es ja auch gemütlich angehen lassen. Und dann bei Sonnenlicht noch ein bisschen Zeit im Lager verbringen. Aber jetzt gucken wir erstmal. Erstmal die Suche fortsetzen. Inzwischen sind wir hier auf einer Straße, die durch den Wald führt. Auch sehr, sehr schön natürlich. Aber mal gucken, ob wir irgendwie eine Art Lichtung oder sowas finden. Die Steigung ist eher jetzt für uns. Ja, richtig. Jetzt geht es wieder bergab. Die wird dann nur am Rückweg gegen uns. Hier gibt es auch so ein paar lichte Stellen. Im Hintergrund tönt gerade immer wieder eine Motorsäge. Aber im Prinzip, hier gibt es genügend abgelegene lichte Stellen, kein Mensch hier außer uns unterwegs im Wald. Hey, sieht das nicht traumhaft schön aus? Sogar auf dem Mittelstreifen von diesem Weg hier wachsen einfach überall Heidelbeeren. Und hier ein knallegrünes, leuchtendes Meer aus diesen wunderschönen Büschen. Überall, also irgendwo hier drin zu schlafen, wäre eigentlich schon schön, oder? Hier vielleicht. Ja, da unten irgendwie so. Zu Wellen, wo man dann einigermaßen gerade liegen kann. Ja, genau, genau. Ja, also ich denke, hier sind wir alles in allem schon mal auf keiner schlechten Spur. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter nach. Mhm. Ah ja, guck hier, ein bisschen eine freie Fläche. Ein richtig märchenhaftes Plätzchen hier. Machen wir gerade eine kleine Pause. Und dann lassen wir die Rucksäcke einfach hier liegen im Dickicht und laufen ein bisschen, weil das leicht ist ohne Rucksack, laufen wir ein bisschen rum oder erkunden die Stelle bzw. die Gegend und schauen eben, ob wir noch eine bessere Stelle als die hier finden. Wenn nicht, kommen wir einfach hier zurück und übernachten hier. Weil es ist einfach wunderschön hier, aber wir haben es noch 2,5 Stunden bis Sonnenuntergang, da können wir es uns schon erlauben, jetzt einfach mal noch ein bisschen rumzulaufen. Also sonst hängen wir auch noch bloß hier blöd rum. Und von daher nutzen wir jetzt einfach mal die Zeit. Ja.
Da habe ich die Power unterschätzt. Hier führt dieser Weg direkt mal noch an saftigen, frisch ausgetriebenen Birken vorbei. Unglaublich, wenn man sich das anschaut. Ich kann es kaum fassen, wie schön lebendig und frisch das einfach ausschaut. Hier überall sprießen ungehemmt die frischen Triebe raus. Absoluter Traum. Und ja, wie gesagt, ist noch ein bisschen rumspazieren hier auf Erkundungstour, aber bisher ist das echt der beste Platz. Ja, auf jeden Abend, Fall. Oder? Das ist so der Waldbereich hier, wenn man reingeht. Ja, ja, eben. Das ist am schönsten. Das sieht auch von hier aus am schönsten aus. Da hinten ist ein bisschen dunkler, aber ein Bach. Und Hang. Hier hat es halt über einen Hang auch, weißt du? Da kann man wahrscheinlich nicht so gut liegen wie da, wo wir unsere Rucksäcke haben liegen lassen. Aber jetzt erkunden wir nochmal ein bisschen, weil einfach eine schöne Frühlingsatmosphäre herrscht. Und eine Wasserstelle haben wir jetzt. Ja, richtig, stimmt. Da hinten rauscht ein Bach. Ja. Da kann man vielleicht nachher noch ein bisschen Wasser abzapfen. So, wir haben jetzt alles bemerkt. Inzwischen sind wir wieder auf dem Weg, auf dem wir vorhin hergekommen sind. Aber alles kein Problem. Ein Ort, mehrere Eindrücke. Man entdeckt ja immer noch mal was Neues. Und ganz in diesem Sinne gehen wir jetzt hier. Oh, geht's? Ja. Okay, ganz in dem Sinne gehen wir jetzt hier einen Hang mal runter. Weil da hinten haben wir irgendwelche Blätter gesehen, die aus der Ferne ein bisschen bärlauchartig aussehen. Aber man kann das nicht richtig erkennen, ob es sich wirklich um Bärlauch handelt. Das wollen wir jetzt mal kurzerhand überprüfen. Wunderschön, auch hier, wie schon direkt wieder der Sauerklee da unten am Blühen ist. Ja. Der Frühling hat wieder zugeschlagen mit voller Wucht. Aber diesen Schlag lasse ich mir gerne versetzen. Okay, jetzt schauen wir mal. Der Johannes ist schon angelangt da hinten an dem möglicherweise Bärlauch. Ich bin auch gleich da und geil, ja, es handelt sich wirklich um Bärlauch, wow. Und hier direkt schon wieder so ein richtiger, wunderschöner kleiner Bach. Das ist ja so perfekt ausgewachsen, dass da jetzt große Blüten rauskommen würden. Boah, aber ja. Der ist unbetastet und ganz schön groß top geworden. Ja. Also die Blüten sind noch nicht draußen, sondern einfach nur die saftigen Blätter stehen da. Und sehen wunderschön aus. Ich würde sagen, dann nehmen wir uns direkt ein paar mit. Damit können wir auf jeden Fall unser Abendessen nachher ein bisschen verfeinern. Ich finde, Bärlauch sind auch einfach so wunderschöne, sattgrüne Blätter. Und dieser würzige Duft einfach richtig gut. Neulich im Wutachschlucht-Video habe ich noch gesagt, ja, die Bärlauchzeit beginnt jetzt und so. Und da habe ich schon drüber nachgedacht, ob ich da vielleicht mal in einem Video was mitmache. Und jetzt durch Zufall sind wir hier an einem wirklich perfekten Bärlauchfeld rausgekommen. Im Schwarzwald habe ich ja noch nicht so oft Bärlauch gefunden, wie zum Beispiel in anderen Gegenden von Süddeutschland, zum Beispiel in Oberschwaben. Aber hier haben wir jetzt also wirklich einen Goldfund gemacht. Absolut, ja, voll geil, absolut perfekt. Das ist ein Fleck mitten im Wald. Ja. Sonst ist gar nichts. Ja. Und auch in so einer zauberhaften Umgebung. Die sieht einfach so wunderschön aus. So, inzwischen haben wir das Lager aufgebaut, die Biwaksäcke sind platziert und ganz ehrlich, es ist jetzt schon mega gemütlich, weil der Boden ist einfach so schön weich. Wenn man sich da einfach nur so drauf legt, also ich lege mir jetzt mal auf Biwaksack, aber die Weiche, die drückt ja quasi durch alle Schichten durch. Das ist wie in Skandinavien damals. Da ist es auch überall mega weich, durch die Flechten und Moose und so weiter dort zu schlafen. Wunderschön. Und der Boden hier hat einfach so eine richtige Elastizität. Für diese eine Situation hat der Johannes
die Schere am Taschenmesser mitgekauft. Jahrelang drauf gewartet auf diese Gelegenheit und jetzt endlich. Wie fühlt sich das an? Ich fühle mich richtig gut gerade. Ja, das ist Hammer. Das ist Erfolg. Diesen Moment habe ich so lange herbeigesehnt. Jetzt ist es Zeit, sich diese Speise zu gönnen. So, ich probiere direkt einen Löffel zu bekommen, wo alles drauf ist. Bärlauch, Ei, Sardinen und Tomate. Hier sieht man auch das rote Tomate rausblitzen. In dem Sinne, Dankeschön. Mahlzeit. Die auch einen guten übrigens. Da bin ich zwar schon bei der zweiten Ladung, aber trotzdem. Ich kann es einfach nicht anders formulieren, als dass hier jetzt gerade ein freudiger Tanz der Aromen stattfindet. Ohne Witz. Ohne den Bärlauch, lecker, keine Frage, hätte gut geschmeckt und so weiter, hat sich schon einfach ein leckeres, würziges Essen. Aber mit dem Bärlauch werden hier auf kulinarischer Ebene Dimensionen erobert, die ich gar nicht in Worte fassen kann. Das schmeckt so lecker und bringt dem Gericht nochmal so viel Neues hinzu, dass ich es wirklich keine Sekunde bereue, hier den Bärlauch auch noch reingeschnippelt zu haben. Es schmeckt einfach richtig, richtig lecker. Der Johannes hat es vorhin schon mal gesagt, der Bärlauch hat was Knoblauchartiges, aber feiner. Und genauso ist es. Der bam, boxt nicht so aggressiv rein wie der Knoblauch, sondern der hat dieses Knoblauchartige, was man mag und schätzt, aber er bringt einem das Ganze einfach auf eine elegantere Weise nahe. Auf eine einfühlsamere Weise auch. Und oh, der verzaubert diese Speise einfach nochmal immens. Speise wurde verzehrt. Ich brauche nicht noch mal zu erwähnen, dass sie sehr, sehr lecker war. Und wie ihr seht, habe ich jetzt bereits eine Jacke an. Langsam kommt die Kühle der Nacht hier rein. Die Sonne ist auch schon untergegangen. Wir haben es jetzt so kurz nach 8:30, glaube ich, weil um 8:30 geht die Sonne unter. Ich habe nicht noch mal extra nachgeschaut, wie viel Uhr wir es tatsächlich haben. Und jetzt stehe ich hier gerade noch ein bisschen an der Lichtung und genieße die Abendstimmung. Die Vögel singen und da oben flitzt schon die erste Fledermaus zwischen den Baumwipfeln umher. Vielleicht gelingt es mir auch gleich noch eine für euch zu filmen. Und das ist einfach eine schöne Stimmung. Irgendwo da hinten wird noch irgendwas verladen im Tal unten. Das hört man auch. So alle Geräusche mischen sich einfach hier in dieser Kulisse. Und auch diese Kiefern hier. Ich liebe ja Kiefern. Sie bieten einfach ein wunderschönes Motiv. Einfach ein wunderschöner, toller Abend. Gut, wunderbar. Jetzt gehe ich mal zurück ins Lager. Wie ihr seht, habe ich meinen Rucksack hier am Baum angebracht und das ist eine perfekte Höhe, weil ich da vom Biwaksack aus gerade noch hinkomme. Ein bisschen was lasse ich drin, weil es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich morgen früh auch noch was trinken kann. So, jetzt hänge ich noch die Schuhe hier dran. Dann habe ich nämlich alles wunderschön gebündelt hier am Baum hängen. Ich liege hier einfach mitten im Schwarzwald, umgeben von Heidelbeerbüschen. Hier baumelt mein Schuhwerk vom Baum runter. Da hinten der Johannes putzt sich die Zähne. Ich weiß nicht, ob ihr den erkennen könnt. Sehr dunkel hier. Aber ihr seht es ja an dem knalleblauen Himmel hinter mir. Die Dämmerung ist in vollem Gange. Aber kein einziges Wölkchen trübt den Himmel. Das wird bestimmt eine richtig schöne, sternklare Nacht. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Jetzt direkt schon schlafen gehen. Nee, jetzt mal ein bisschen abwarten, die Stimmung genießen. Aber ja, so langsam geht es jetzt schon auf die Bettzeit zu. Wir haben es jetzt kurz vor 9. Und was will ich eigentlich sagen? Ich weiß gerade gar nicht. Egal, bis gleich. Langsam werde ich auch richtig müde. Ich habe jetzt einfach nur Lust, hier zu schlafen. Es ist total angenehm warm. Es ist sehr, sehr weich. Die Geräuschkulisse ist wunderbar. Ab und zu hört man unten im Tal ein paar Züge durchfahren, aber ansonsten haben wir eine wunderbare Dämmerungsatmosphäre. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, wie diese Nacht wird. Ich werde jetzt mal versuchen einzuschlafen.
Wie auch immer, morgen früh werden wir uns wiedersehen. Da hinten zwitschert auch noch ein Vogel. In dem Sinne, bis morgen früh. Ein wunderschöner Tag bricht an. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Vor allem der gelbschnäbelige Motorsägenfink schmettert da hinten ungehemmt sein fröhliches Lied durchs Tal. Aber mal eine ganz andere Sache. Und der Johannes ist verschwunden. Nur auch sein Rucksack liegt da. Von ihm keine Spur. Es ist nicht so, dass ich gerade erst aufgewacht bin. Ich bin schon ein bisschen länger wach, aber ich habe so vor mich hingeschlummert. Also ich habe heute Nacht immer wieder so mich eingeschlafen, wieder ein bisschen aufgewacht, eingeschlafen. Aber es war extrem gemütlich. So allein was die Gemütlichkeit anbelangt, hatte ich glaube ich noch nie eine gemütlichere Nacht im Wald als die hier. Aber trotzdem hatte ich heute Morgen einfach so das Gefühl, ich will noch ein bisschen mehr Schlaf rauskratzen. Bin einfach länger liegen geblieben. Wir haben es jetzt ungefähr 20 nach 8. Und ja, immer wieder so kurz eingeschlafen, wieder aufgewacht. So im Dämmermodus habe ich jetzt diesen Morgen quasi verbracht. Aber der Johannes hat scheinbar das Bedürfnis verspürt, sich schon mal zu erheben. Und hat seine Sachen zusammengepackt. Und das Einzige, was hier noch von ihm übrig ist, ist sein Rucksack. Da kommt er ja. Ich habe den Leuten schon erzählt, dass du verschwunden bist. Er ließ nur seinen Rucksack zurück. Ja. Keine Spur. Ja, aber da ist schon wieder. Wunderbar. Ja, ich lege jetzt hier einfach noch ein bisschen lehmig zurück. Genieße die schöne Morgenatmosphäre. Motorsägen hin, Motorsägen her. Es ist trotzdem einfach eine richtig schöne Stimmung. Und vor allem einfach so eine Stimmung, neues Leben, neues Glück, neues Jahr, Frühling. Wie ihr seht, habe ich mich jetzt auch langsam mal aus dem Schlafsack erhoben. Und hier wächst eine immergrüne Pflanze, die Stechpalme. Die hat auch im Winter diese richtig dunkelgrün glänzenden, dicken und auch mit Stacheln versehenen Blätter. Die ist nicht so häufig, ich sehe sie nicht so oft, aber es gibt manche Stellen im Schwarzwald, da stehen richtig viele von denen. Habe ich auch in irgendeinem anderen Video schon mal gezeigt. Die letzten Tropfen, die ich mir gestern Abend wohlwissentlich aufgespart habe. Und darüber bin ich gerade sehr, sehr froh. So, das war's. Die Motorsägen dröhnen natürlich weiterhin fröhlich vor sich hin. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie ich überhaupt geschlafen habe. Im Prinzip wie immer. Ganz unten die BW-Isomatte unter den Biwaksack reingeklemmt. Dann innen drin hier diese aufblasbare Matte und dann einfach den Winterschlafsack reingelegt, den mir mal ein Zuschauer geschenkt hat. Im Winter 2020 auf 2021. Vielen Dank nochmal. Der hat mir so gute Dienste geleistet, über Jahre hinweg inzwischen. Und wie du siehst, er ist immer noch in Verwendung. Und ja, diese Kombination zusammen mit dem Moos im Boden hat einfach dafür gesorgt, dass es richtig, richtig schön weich und gemütlich war da drin. Aber Gemütlichkeit hin und her. Jetzt packe ich das ganze Zeug mal zusammen. Alles wieder fein säuberlich und kompakt verstaut.
Und jetzt geht es direkt weiter. Und ich muss sagen, mein nächstes großes Ziel ist es zunächst mal, irgendeinen kühlen Bach zu finden. Weil mein Gesicht fühlt sich vom Schlafen einfach so zerknautscht an. Einfach so wie so ein Kissen, wo man so von allen Seiten geknetet hat. Und ich will mich erstmal jetzt hier an irgendeinem Waldbach schön erfrischen. Und da unten befindet sich auch irgendwo einer. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Das hier will ich euch jetzt mal noch aus der Nähe zeigen. Die Heidelbeerblüten. Das sieht einfach so schön aus. Schaut mal. Leuchtend rosa Blüten. Kugelrund, so wie die Heidelbeeren selber. Die werden dann bestäubt und aus denen werden dann in ein paar Monaten im Sommer kleine, blaue, saftige Heidelbeeren geworden sein. Ah, da hinten schon wieder die wunderschönen saftigen Birken, an denen sind wir gerade wieder vorbeigelaufen. Und was dringt mir schon ans Ohr? Das Rauschen dieses kleinen Wasserfalls da vorne, endlich. Da haben wir ihn. Optimal. Jetzt kommt die Erfrischung. Perfekt. Das habe ich mir erhofft. Da liegen einfach Welten dazwischen von vorher. Es ist jetzt nicht so, dass ich durch diese Erfrischung auf einmal mehr Schlaf gehabt hätte, aber ich fühle mich so viel wacher und frischer und lebendiger einfach. Unglaublich, Mann. So frisches, klares Quellwasser, was direkt belebend den Berg runter sprudelt, da einen Schädel drunter halten, besser geht's gar nicht. Oh, kein Bock mehr auf Rucksack. Leg mal hin. Den lasse ich einfach im Wald hier liegen. Wir gehen ohne heim. Nee, kleiner Spaß. Wir haben die Rucksäcke nur kurz da oben abgelegt, weil wir uns hier unten jetzt nochmal eine Handvoll Bärlauch mitnehmen. Hier sieht man, da kommen schon die Blüten. Die werden in einigen Tagen aufblühen und dann ist es schon ein bisschen zu spät, ihn zu ernten. Aber noch geht's. So schön dieses Feld. Wenn ihr euch noch nicht so gut mit Bärlauch auskennt, dann pflückt nicht einfach Blätter, die nach Bärlauch ausschauen, sondern schaut euch erst diese Videos an, die ich jetzt da oben in der Infokarte verlinkt habe und auch unten in der Videobeschreibung. Da wird genau erklärt, wie ihr den sicher bestimmen könnt. Denn es gibt ein paar Pflanzen, die giftig sind, aber so ähnlich aussehen. Wer sich auskennt, der erkennt sofort, ob es ein echter Bärlauch ist oder nicht. Aber wenn ihr das nicht sicher auf Anhieb direkt in einer Sekunde sagen könnt, dann bildet euch erstmal noch weiter, findet das wirklich fest für euch heraus, wie ihr den sicher bestimmen könnt, bevor ihr irgendwas pflückt, wo ihr euch nicht mit auskennt. Wie gesagt, in diesen Videos, da wird das wirklich so erklärt, dass ihr es verstehen könnt. Da hinten irgendwo knattert schon wieder ein Hubschrauber, heute Morgen die Motorsägen. Also bei allen wunderschönen Vogelgesängen hier und so wurden uns etliche Geräusche der Zivilisation trotzdem auf diesem Ausflug nicht erspart. Aber ist ja nicht so schlimm. Es kommt, wie es kommt. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen, das hat auch so was Beruhigendes, so menschliche Geräusche in der Nähe zu hören. Das hat immer alles zwei Seiten. Heute Morgen hat die Sonne geschienen, zwischendurch war es ein bisschen bewölkt, aber jetzt kommt sie wieder zum Vorschein und es wird eigentlich so in der Jacke hier fast schon zu warm. Mal ein bisschen aufmachen, weil sonst werde ich hier drin einfach nur gebraten. So, ach komm, ich ziehe sie ganz aus, was soll der Geiz? So, jetzt reicht's einfach. Viel besser. Ah,
Also eins kann ich nach dieser Tour auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, der Frühling ist da, auch hier im Schwarzwald überall, der lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten und da freue ich mich auf jeden Fall richtig drüber. Richtig freuen tue ich mich auch darüber, dass ihr heute wieder zugeschaut habt. Vielen Dank dafür, ich finde, es war ein richtig schöner Ausflug, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Ein gutes Wetter erwischt. So ist es, haben wir richtig genossen. Das war einfach eine richtige Genießertour, kann man anders nicht sagen. Mit weichem Moos. So ist es, weil Moos, Heidelbeeren, alles. Also danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke für jeden Daumen hoch und natürlich vielen lieben Dank an alle Kanalmitglieder und Patreons und sonstigen Supporter. Ihr macht diese Videos möglich. Vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche euch allen, die ihr gerade zuschaut, alles erdenklich Gute. Und wenn ihr euch für meine Ausrüstung interessiert, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich alles verlinkt, was ich so verwende. Gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.